deswegen will ich gerade mal eine ganz kurze Zusammenfassung geben. Mir war wichtig, dass man erkennt an diesen Dingen, dass da ein Plan existiert. Vor allem ist es uns auch wichtig, oder mir auch wichtig, dass dieser Plan, der ja hier durchgeführt wird, vor unseren Augen, jetzt nicht der originäre Plan Gottes ist, der uns da irgendwas Böses will, was viele Menschen ja auch immer wieder hinterfragen. Warum passiert denn so viel Elend auf der Welt? Ja? Diese Frage bekommen wir immer gestellt, wenn wir zum Beispiel einen Tisch haben, Missionseinsatz und dergleichen. Und diese Frage stellen sich natürlich auch viele Menschen. Woran liegt es? Es liegt natürlich nicht daran, dass Gott die Welt geschaffen hat, um die Menschen jetzt hier in den bösen Plan reinzustecken, ja, und um sie dann am Ende zu vernichten. Sondern die ursprüngliche Idee, die ursprüngliche Motivation, warum Gott dieses gemacht hat, diesen Menschen geschaffen hat, uns geschaffen hat, war ja die Liebe, er hat es aus Liebe getan. Er hat uns als Menschen, ja, geliebt, und aus Liebe hat er seinen Sohn gesendet, damit wir gerettet werden. Das ist die Motivation von Gott, die dahinter steht. Aber Gott hat auch vorausgesehen, dass viele Menschen diese Liebe gar nicht annehmen. Wir haben es auch gelesen im Vorhin im 2. Thessalonicher. Diese Liebe zur Wahrheit und natürlich auch die Liebe zu Gott. Die wollen sie gar nicht annehmen, sondern sie wollen ihr eigenes Ding machen. Und das hat Gott vorausgesehen. Und er hat vorausgesehen, dass es so weit führen wird, dass er eben dazu gezwungen sein wird, am Ende diese Erde zu vernichten. So wie er auch die Flut über die Erde gebracht hat. Und für mich hat es auch lange gedauert, bis ich da mich anfreunden konnte mit diesem Gedanken. Aber mir hat dann eines weitergeholfen, und ich gehe es mal als Zeugnis weiter. Irgendwann habe ich mir gedacht, warum sind es eigentlich nur so wenige, die jetzt das erkennen können, erkennen wollen? Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Ja? Vielleicht bin ich da jetzt auch auf dem Holzweg, weil so wenige. Bis ich dann eben über 1. Mose 7 bis 11, kann man sagen, ja, die Flut, darüber nachgedacht habe. Und wenn man dann sieht, dass bis zur Flut 1656 Jahre vergangen sind, da waren etliche Millionen Menschen auf der Erde. Und nur 8 haben überlebt. Warum soll das heute also anders sein? Das hat mir schon geholfen, dann, ja, das auch zu verstehen. Und darüber muss man sich wirklich in der Tiefe mal Gedanken machen. Nur 8 Menschen von ein paar Millionen haben diese Flut, dieses Gericht Gottes überlebt. Und er hat allen dann eine zweite Chance gegeben. Und er hat seinen Sohn gesendet, damit wir erlöst und gerettet werden. Weil er alle Schuld auf sich genommen hat. Und darüber muss man sich auch ganz in der Tiefe auch mal Gedanken machen, und dann weiß man auch, wie man das einzuordnen hat. Selbstverständlich will Gott, dass wir gerettet werden. Das lesen wir in der Bibel, in jedem Buch, in irgendeinem Hinweis, wörtlich. Er will nicht, dass wir verloren gehen. Johannes 3,16. Und so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesendet hat, damit niemand verloren geht. Das ist das, was dahinter steht. Und nicht das Böse. Aber das Böse ist da. Warum? Weil die Menschen eben dieser Liebe Gottes gar nicht folgen wollen. Weil sie sich abgewendet haben. So wie sich Adam und Eva schon von Gott abgewendet haben, so wenden sich auch heute alle Menschen ab. Und so war auch jeder einzelne von uns irgendwann mal abgewendet zu Gott. Und der eine oder andere hat sich hingewendet zu ihm. Und das ist das, was Gott will. Und da hat jeder von uns noch die Möglichkeit, der das noch nicht getan hat, das zu tun, diesen Weg zu suchen, dass er sich hinwendet zu Gott, die Hinwendung ist es, und dass er gerettet wird. Und die, die das nicht tun, die werden mit dieser Schöpfung, mit dieser Erde untergehen. Denn Gott wird eine neue Schöpfung machen, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, wie in Offenbarung 22 zu lesen ist. Und alle, die sich zu ihm hingewendet haben, während ihres Lebens, egal wann das war, ob es jetzt im Jahr 1000 war oder im Jahr 5000 oder jetzt im Jahr 6000, irgendwann im Jahr 6400 oder 500, das wissen wir alles nicht. Aber alle, die sich für ihn entscheiden, die werden auch gerettet werden. Das muss man immer ganz klar allem voranstellen, was wir hier hören.
Nichtsdestotrotz begleitet uns, sind wir in dieser Welt und wir müssen uns auseinandersetzen. Und es gibt eine Macht, so wie Gott will, dass wir gerettet werden, so gibt es auf der anderen Seite eine Macht, der Satan selbst, das Böse, der möchte genau dieses verhindern. Wisst ihr, es sind einfach nur diese zwei Dinge. Ja? Gott will, dass wir uns zu ihm hinwenden und die andere Macht will es verhindern, dass wir uns zu ihm hinwenden. Und das geht auf vielfältige Art und Weise. Indem man den Menschen verführt, dass er vielleicht über Wissen, ja, über Illumination selbst Gott finden kann. Man hört es ja, Sie können hier hingehen in eine Stadt, egal wo, ja, mit Yoga-Kursen, mit Selbstfindungskursen und mit positiven Denken, Gruppendynamik und was es alles gibt. Ja? Das ist ein Weg. Und das Böse hat viele Wege. Aber wir müssen den schmalen Weg finden. Es gibt einen schmalen Weg und es gibt einen Weg zum wirklichen Licht. Und das wirkliche Licht ist Jesus Christus. Und das, was hier in uns in der Welt vorgestellt wird, das ist ein täuschendes Licht. Ein Licht, das uns täuschen will. Und dieser Plan, ich habe hier mal das UNO-Emblem kopiert. Das UNO-Zeichen, das kennt man ja. Dieses UNO-Zeichen besteht aus 33 Feldern. Es ist da ein Kreuz und ein Kreuz. Es sind 8 Teile unterteilt und 8 mal 4, 4 Kreise sind es. 8 mal 4 ist 32 und das mittlerste Feld ist 33. Diese 33 ist eine interessante Zahl. Wir wollen uns jetzt mit im zweiten Teil auch mit Zahlen beschäftigen. Es ist kein Zufall. Nichts, was passiert und gerade in der Symbolik ist Zufall. Aber gar nichts. 0%. Es ist alles gewollt, alles geplant. Auch dass jetzt hier dieser Lorbeerkranz da drum ist, wir sehen hier das Zeichen der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Dort sehen wir auch die Schlange wieder. Ja, diese Schlange, die sehen wir auch auf jedem Apotheken-Emblem wieder, vielleicht ist ja auch ein Apotheker hier. Ja, prima. Wissen wir, wen diese Schlange charakterisiert oder symbolisiert? Esculap. Esculap, genau. Ja, also auch, wenn man es dann zurückverfolgt, wer Esculap wirklich war, ja, dann wird man darauf kommen, dass es nicht ein Guter war, sondern es ist eben dieser Weg der Schlange. Ich kann da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber wen Sie interessiert, vielleicht gerade Apotheke, einfach mal nachforschen, wer Esculap denn wirklich war und was dahinter steckt. Die Schlange, davon können wir ausgehen, ist in den meisten Fällen, wenn sie als Symbol verwendet wird, zugehörig zu dem Plan, ja, der sich hier über diese Welt spannt und der eben nichts Gutes verheißt. Ich will es mal so ausdrücken. Das habe ich auch im Internet gefunden, New World Order Diagramm. Es wird immer von New World Order gesprochen. Ja, wir kommen nachher nochmal drauf. Das heißt neue Weltordnung. Eine Weltordnung als solche, das kann man schon verwenden, diesen Begriff, obwohl er mit negativen Vorzeichen immer mehr belastet wird. Das hat aber auch seinen Grund. Man wird in eine verschwörungstheoretische Ecke gestellt, ja, wenn man von dieser neuen Weltordnung redet. Aber es ist eine Weltordnung und in Offenbarung 13 sehen wir ja genau diese Weltordnung beschrieben in der Bibel. Die Frage ist nur, wie nenne ich jetzt das Ganze? Ja? Aber diejenigen, die das verfolgen, die nennen es selbst neue Weltordnung, also können wir es auch so nennen. Es wird darauf hinauslaufen, dass verschiedene Bereiche in unserer Welt zusammengefasst werden. Ob das jetzt hier jetzt schon ein abschließendes Zustand sein wird, weiß ich nicht. Das soll nur mal jetzt auch von meiner Seite hier nur als Symbolik gelten. Es geht dahin, dass man zusammenschließt. Dass Länder zusammengeschlossen werden, so wie es in der EU, ja, damit dass sie eine neue Währung bekommen, doktriniert bekommen, ja, denken Sie mal an Griechenland, ja, die eben niemals in diese Währungsunion mit reinkommen dürfen. Ja, Italien wahrscheinlich auch nicht, wenn man es also wirklich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten richtig gemacht hätte. Aber sie sind trotzdem reingekommen. Es gibt Zusammenschlüsse im asiatischen Raum, es gibt Zusammenschlüsse im nordafrikanischen Raum, im afrikanischen Raum, es gibt Bünde, der bekannteste, der jetzt gerade wieder gemacht wurde, war es in die sogenannten BRIC-Staaten. Ja. Brasilien, Russland, Indien und China, die sich da zusammengeschlossen haben, zum Beispiel zu einer
eine eigene Weltbank gegründet haben, für sich. Das sind alles Zeichen, ja, die darauf hindeuten, ja, wo, in welchem Bereich hier Zusammenschlüsse stattfinden. Also man kann das beobachten, ja, das in der Welt heißt es Globalisierung, ja, ganz allgemein ausgedrückt. Ja. Man sieht es auch ganz klar und sehr deutlich im politischen und bei den einzelnen Staaten ist es doch schwer zu erkennen, ohne dass man sich jetzt intensiv damit beschäftigt. Aber bei den einzelnen Unternehmen kann man es wirklich gut erkennen. Es finden Unternehmenszusammenschlüsse statt auf allen Ebenen und es läuft immer darauf hinaus, dass es letztendlich nachher, sagen wir mal, nur noch ein oder zwei oder drei Unternehmen sind. Denken Sie an Handy, an Handys, wie viele Handyfirmen gibt es, ja, wo man Handy machen kann, wo man Handyverträge abschließen kann. Es gibt diese Apple und es gibt diese Samsung, Android-Ding. Ja. Dann gibt es Suchmaschinen, Google und dann kommt schon lange nichts mehr. Ja. Da haben wir schon das Monopol fast. Ja. Denken Sie an Ölraffinerien, ja, und so weiter, Ölgesellschaften, da gibt es auch nicht viel, ne? Ob sie jetzt zu Shell gehen, zu Aral oder wie sie alle heißen, Archie will ja keine Werbung machen, es gibt nicht viele und egal wo sie hingehen, der Preis war immer ungefähr der gleiche. Ja? Also es findet auch überall eine Zentralisierung statt, in diesem, da kann man es gut erkennen, in diesem Bereich. Ja? Fastfood-Ketten, ja, auch da gibt es nur zwei, drei, maximal vier große und das war's dann. Ja. Und so konzentriert sich das alles, auch durch Übernahmen und so weiter, immer mehr hin, ja, zu einem Monopol, einer sogenannten Monopolisierung. Globalisierung ist nichts anderes wie Monopolisierung für die Zukunft. Uns wird es natürlich verkauft als Fortschritt und so weiter. Privatisierung, vielleicht da noch ein Wort dazu. Privatisierung. Was ist eine bekannte Privatisierung in Deutschland? Postbahn und so weiter. Telekom, ja, damals durch die Telekom-Privatisierung in Form von Aktienausgabe. Bahn. Ja. Deutsche Bahn. So, was heißt jetzt eigentlich Privatisierung? Privatisierung heißt, dass das Volk, ja, dem ja diese Post gehört hat, dem Volk gehört es nicht mehr. Wem gehört es nicht? Deutsche Bahn. Noch? Genau. Ist der Deutschen Bank. Ja, wem gehört die Deutsche Bank? Die Aktionäre. Wer sind die? So, Sie müssen einfach mal 3, 4, 5 Schritte zurückgehen und dann merken Sie, Privatisierung ist letztendlich nichts anderes als einen Verkauf an finanzsteige Gruppierungen, die jetzt nichts anderes machen, wie das Eigentum des einzelnen Volkes einfach vereinnahmen. Denken Sie an Griechenland, die jetzt schon Häfen verkaufen müssen, Flughäfen, Straßen werden privatisiert. Und. Privatisierung hört sich ja gut an. Ja? Müllgebühren, Wasser soll privatisiert werden. Ja? Das ist alles eine ganz gefährliche Sache. Denn Privatisierung heißt nichts anderes wie, das Volk gibt es aus der Hand, ja? Und an die privaten Investoren haben. Ich kann dann zwar eine Aktie kaufen von der Firma, aber das wird mir nicht viel weiterhelfen, ja? Wenn das Wasser nachher doppelt ist. Also ruhig auch mal darüber ein paar Gedanken machen. Auch um die Symbolik. Und jetzt kommen wir wieder zu der Schlange zurück. Wir haben gesehen, denken Sie an das, was der Greenspan da gesagt hat. Da gibt es auch noch etliche andere ähnliche Zitate. Die Schlange begleitet uns. Und jetzt kommen wir in einen Bereich rein. Wissen Sie, wenn ich jetzt mit einem Banker rede, mit jemandem, der über diese Dinge sich noch nie Gedanken gemacht hat, der wird mich jetzt als Irren bezeichnen. Ja? Weil jetzt kommen mit irgendwelchen Schlangensymbolen und so weiter. Der guckt sich dann lieber vielleicht die Bilanz von irgendeiner Firma an, ja? Oder rechnet mir da irgendeinen ökonomischen Grundkurs oder so. Es gibt aber, und das ist ganz wichtig zu wissen, eben hinter diesen ganzen Vorgängen eine Kraft, die nicht nur rational denkt, sondern die auch in höchster Weise mystisch denkt. Und wenn ich jetzt sage, dass auf der anderen Seite der Satan steht, auf der einen Seite steht Gott, auf der anderen Seite steht Satan, dann hat es wenig mit Bilanzen zu tun, verstehen Sie? Da geht es um ganz andere Dinge. Aber wir können das erkennen. Zum Beispiel, ja, symbolisiert die Schlange das Wissen. Jetzt möchte ich Ihnen sagen, was die andere Seite. Gott möchte, dass wir gerettet werden. Ja? Und wir wissen, dass die Schlange das Böse war. Die andere Seite sagt aber, die Schlange war das Gute. Gott war der Böse, der den Menschen, ja, verweigert hat, zu wissen, was gut und böse ist. Der den Menschen das Wissen verweigert hat. Und die Schlange war das Positive, das Gute, das den Menschen diese Erkenntnis wiedergebracht hat. Das ist das, was die anderen denken. Nur damit Sie mal die Denkweise auch verstehen, ja, von anderen, also gerade auch von so Geheimbünden und so weiter, Satanisten und so weiter. Für die ist Gott der Böse
der uns das Wissen vorenthalten hat und die Schlange ist die Gute, die uns das Wissen gegeben hat. Ja? Und dieses Wissen ist über Jahrtausende weitergegeben worden und wird gehütet von Priesterklassen, auch heute noch. Zu sehen hier bei dem Beispiel, das ist die Bedeutung der Schlange bei den Ägyptern, bei den ägyptischen Pharaonen. Diese Schlange hat nicht jeder auf seinem Haupt getragen, sondern nur die, die ganz oben standen, also die Pharaonen und die Priester. Das muss ich auch zeigen, sage ich jedes Mal, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, und das sieht man jetzt wirklich, wenn jemand da sagt, Mensch, was jemand da erzählt, das kann man alles gar nicht glauben. Das ist ein Plakat von 1992 von der EU. Und darin erkennen wir den Turmbau zu Babel. Wir erkennen dort Pentagramme, 11 Stück, die etwas verzerrt sind, die auf dem Kopf stehen, was zum Beispiel ein satanisches Symbol sein kann. Und wir erkennen darunter Menschen mit, das kann man vielleicht schlecht sehen von hinten, Menschen mit quadratischen Köpfen. Es soll eigentlich symbolisieren, dass die wie Roboter letztendlich hier dargestellt werden. Ja? So, und dann steht da noch was. Das bedeutet, das heißt, Europe, also Europa, many tongues, one voice, das Englische heißt auf Deutsch, viele Zungen, eine Sprache. Und auch das ist das Motto dieses Zusammengehens. Ja? Das heißt, aus vielem einem machen. Das ist auch heute oftmals das Motto, wenn wir jetzt, sagen wir mal, bei vielen, ich habe es auch bei der evangelischen Kirche letztens irgendwo gelesen, ja? Diese Vielfalt, die wird ja überall hochgehalten. Vielfalt hier, Vielfalt dort, ja? Toleranz hier, Toleranz dort, kommen nachher noch drauf. Ob das alles gut ist? Wo kommt es her? Kommt es jetzt von der Welt oder kommt es von Gott? Es ist nicht schwer zu erkennen, woher es kommt. Aber erschreckend ist es, ne, dass das 1992 als Plakat im Umlauf war. Und jetzt schauen wir uns mal das Europaparlament an. Die meisten hier kommen ja aus Süddeutschland. Sie haben es nicht weit. Fahren Sie nochmal nach Kehl. Das ist gerade 60 Kilometer von hier oder 70. Straßburg. In Straßburg ist das Europaparlament. Wer es schon mal gesehen hat, hier ist ein Bild davon. Und wenn man das mal daneben stellt, es ist eigentlich nachempfunden, diesen Turmbau zu Babel. Es ist wirklich so erkennbar. Fahren Sie selber mal hin, mal so einen Sonntagausflug und gucken Sie das mal an. Das ist praktisch die Verwirklichung des Plakates gewesen. Dann haben wir gesagt, neben der Schlange haben wir Feuer. Ich könnte x Bilder jetzt zeigen, ich möchte Ihnen hier nur sagen, das ist jetzt Standard Oil, das ist die weltgrößte Ölgesellschaft. Die gehört der Rockefeller-Familie. Das Zeichen ist eine Fackel. Eine Fackel ist ein ganz klares Zeichen derjenigen, die diesen Plan verfolgen. Es bedeutet Erleuchtung. Die Fackel finden wir unter anderem wieder auch bei den Olympischen Spielen. Dort wird diese Fackelübergabe zelebriert. Was haben wir jetzt? 2012 waren die letzten Olympischen Spiele in London. Wenn Sie dort die Eröffnung oder die Schlussfeier gesehen haben, ja, dann gucken Sie vielleicht nochmal an, im Internet können Sie es nachvollziehen. Es war ein einziges freimaurerisches Ritual. Dort sind Fackeln gezeigt worden, dort ist ein Phönix auferstanden, ja, aus dem Feuer, diese Wiederauferstehung. Das sind die Flutlichter in Form von Pyramiden an dem Stadion, sind ja heute noch da. Und. Man hat es also genutzt und man nutzt, ich zeige Ihnen nachher noch ein paar Bilder von einem anderen Ereignis, man nutzt solche großen Ereignisse ganz klar, um die Botschaft, diese okkulte Botschaft nach draußen zu geben. Und die Menschen, den Menschen hier zu zeigen, hier, wir sind da. Erkennt ihr? Wenn Sie schon mal im Kino waren in Ihrem Leben, haben Sie es wahrscheinlich gesehen. Ja, das ist von Columbia Pictures. Ja, denken Sie auch, habe ich in einem anderen Vortrag gezeigt, die Bilder von der Freiheitsstatue, habe ich jetzt diesmal gar nicht dabei. Genau das Gleiche. Hier geht es um die Erleuchtung. Ja, hier geht es um das Licht, aber nicht um das Licht von Jesus Christus, sondern um das Licht der Schlange. Um das Wissen. Das wird hier letztendlich gezeigt. Und wer das alles anzweifelt, der kann sich gerne mal ein paar Wappen von Freimaurerorten zum Beispiel anschauen.
auch wenn sie es heute vielleicht in dem Kleinen nicht mehr praktizieren. Aber hier haben wir zum Beispiel alle diese Symbole vereint. Wir haben hier die Schlange, ne, in Form eines Drachen. Wir haben oben nochmal die Schlange, unten haben wir das Pentagramm. Wir haben die Sonne und den Mond. Das soll alles symbolisieren, die Astrologie, das Wissen darum und die Erleuchtung. Auch die zwei Säulen, ganz typisch für die Freimaurer. Also da braucht einem wirklich niemand mehr erzählen, dass die jetzt in irgendeiner Form auf dem schmalen Weg unterwegs wären. Das können Sie komplett vergessen. Auch wenn es vielleicht der eine oder andere Freimaurer von sich selber meint. Das ist übrigens ein Symbol von einem Orden der 99er, gibt also 99er Orden, es gibt auch verschiedene Grade. Und die sind über die ganze Welt verteilt, diese 99 Orden. Es gibt ja hunderte von verschiedenen Logen, Orden und so weiter. Das, was Sie hier sehen, ist das Zeichen der Theosophie. Oben ist noch was abgeklebt, ja. Das hat dann mit der deutschen Geschichte zu tun. Aber Sie sehen auch hier, ich sage hier, keine Religion ist höher als die Wahrheit. Theosophie, diese Theosophie, das war... durch eine Frau Blavatsky, schon, vielleicht hat es schon mal ein oder andere gehört, bekannt geworden, auch als eine Strömung, als eine geistige Strömung, das war auch im 19. Jahrhundert dann, dort wurde unter anderem Rudolf Steiner inspiriert, ne? Der war dort in der deutschen Sektion von der Theosophie beheimatet, ja? Er war auch Großmeister von dem OTO-Orden, ja, Rudolf Steiner, Rudolf Rassmann kennt sich da besser aus, da hat Dr. Arbeit darüber geschrieben. Also dieses geistige Gedankengut, ne, es geht letztendlich immer um eines, es geht immer um die Erleuchtung, ja, die dahinter steht, um das Wissen, ja, um zu sein wie Gott, so wie Satan, das ja auch in der Bibel ja auch dargestellt wird. Ja. Er will sein wie Gott. Lucifer ist der Lichtträger, so wird er ja auch beschrieben, ja, in vielfältiger Form und vielfältigen Namen, durch die Götterwelt der Antike bis in den heutigen Tag in verschiedenen Namen da bekannt. Und die Schlange natürlich wieder, ja, als Ouroboros heißt es da, ne, diese Darstellung, wenn sich die Schlange in den Schwanz beißt, ist ein Zeichen auch für die Ewigkeit angenommen. Hier sehen wir das Wappen der City of London. Und dort sehen wir auch in Lateinisch sehen wir dort drei Worte, Domine nos dirige, oder dirige, das heißt, unser Herr, oder Herr führe uns, ja, Herr führe uns, das ist Latein, ja, von der Schule noch. Die Frage ist nur, welcher Herr führt die? Wir sehen auch da das Zeichen der Templer, das Templerkreuz, ja, und auch da haben wir ja viele Beziehungen der Templer wiederum in die Stadt London. Das ist eine Darstellung eines Gottes in Südamerika, auch als Schlange dargestellt, und dieser Gott heißt Amaru. Und von diesem Gott Amaru stammt zum Beispiel der Kontinentname Amerika ab. Könnt ihr auch nachlesen, auch da wurde ein Schlangenkult, Opferkult betrieben. Hier muss ich noch eine ganz unangenehme Sache dann auch kundtun, aber das wird Ihnen bei allem, wenn Sie sich mit diesem Schlangenkult beschäftigen, bei allen Dingen wird Ihnen das begegnen. Und da geht es um Opfer, Menschenopfer, Opfer von Jungfrauen und Opfer von Kindern. Nimrod, der auch als Moloch bekannt ist, das war der erste König in Babylon, diesem Gott wurden Kinder geopfert. Und wenn, ich sage Ihnen mal ein Beispiel, wenn Sie sehen, was zum Beispiel in Großbritannien in den letzten Jahren los war, wer es vielleicht verfolgt hat mit, ja, ich könnte es nachverfolgen, da war ein bekannter Radioreporter, der ist verstorben in den 80ern, und erst als er verstorben war, 3 Jahre danach, kam heraus, dass der also Kindesmissbrauch betrieben hat, in höchstem Umfang mit den Eliten von Großbritannien. Ein Riesenskandal, doch bei uns liest man relativ wenig davon. Denken Sie auch an den Dutroux-Skandal in Belgien. Ich kann Ihnen da noch andere Dinge nennen.
wie viele Kinder verschwinden, ja, in unserem Land. Es sind Tausende, offiziell, inoffiziell kann man es gar nicht beziffern. Ja. In den USA werden jeden Tag 2000 als vermisst gemeldet. Das weiß man alles gar nicht. Also das hat auch alles, nicht jeder Fall, aber viele, auch mit solchen Dingen da zu tun. Sehr unangenehm, und diese Schlange zum Beispiel ist auch auf dem, ich hoffe jetzt, dass keiner von Ihnen Alfa Romeo hat, aber wenn doch, dann gucken Sie nachher mal auf Ihr Wappen da von Alfa Romeo, da ist genau das drauf, ne, wo eben eine Schlange da so ein Mensch oder ein Tier frisst, und nebenan ist das Templerkreuz. Gucken Sie ruhig mal beim nächsten Alfa Romeo gerade aufs Zeichen. Also diese ganzen Zeichen, die sind alle noch da. Ja? Und jetzt gucken wir mal in unsere Zeit, aktuelle Geschehnisse. Ukraine, wir haben es jetzt in der Pause schon diskutiert, Syrien, Israel, Iran, ich könnte noch zig andere Länder draufschreiben, Flüchtlingsströme, die wir haben. Auch das ist ein ganz klarer Hinweis auf diese Globalisierung, diese Zusammenführung. Diese ganz um das Mittelmeer herum. Ich habe leider die Grafik, ich habe eine schöne Grafik gehabt, aber ich habe sie irgendwie verloren. Ich habe es nicht mehr aufgefunden. Aber um das Mittelmeer herum, Nordafrika, Libyen, ja, Syrien, Ägypten, dort kommen die ganzen Flüchtlinge her. Ja? Und wo gehen die hin? Übers Mittelmeer, alle nach Europa. Ja, meinen Sie, das ist Zufall? Wir haben doch gehört, es ist nicht Zufall, was passiert. Was wird damit bewirkt? Diese Länder sind destabilisiert worden, ja, durch innerpolitischen Terrorismus, ja, und Revolten. Und nun tun die Flüchtlinge, diese Menschen nichts dafür können, die suchen natürlich auch, klar, wenn bei uns es wäre, würden wir auch gucken, wo wir hinkommen, die suchen natürlich ihr Heil irgendwo. Aber wo suchen sie es denn? In Europa. Und das ist kein Zufall, glauben Sie mir. Denn wenn die ganzen Flüchtlinge jetzt bei uns sind, dann wird unser Land destabilisiert. Das ist alles gewollt. Politisch gewollt. Hier sehen Sie ein paar Buchstaben, TTIP und TISA, da hat vielleicht ein anderer auch schon mal gehört von Ihnen, oder? Es sind sogenannte Freihandelsabkommen, dafür nur ein Wort, diese Freihandelsabkommen würden Sie jetzt zum Beispiel berechtigen, dass ein Unternehmen klagen kann gegen einen Staat, weil der irgendwelche Gesetze hat, um seine inländischen Unternehmen zu schützen. Also Zoll einführen und so weiter. Diese Verhandlungen werden zwischen USA und Europa geführt, und zwar geheim. Und erst wenn Geheimverhandlungen alles im Grunde schon fast ausgearbeitet ist, dann werden irgendwelche Pamphlete der EU-Kommission zur Verfügung gestellt. Die dann die Abgeordneten wahrscheinlich gar nicht lesen, weil sie es nicht verstehen. Und dann stimmen sie halt ab nach Fraktionszwang, weil es geil ist, das müssen wir machen. So funktioniert es. Unternehmen bestimmen da die Politik und die Welt. Und wem gehören die Unternehmen wieder? Ja. Griechenland, Schuldenkrise allgemein. Die Welt ist verschuldet. 2015, die neuesten Zahlen waren da, 199 Billionen. 199 Billionen. Lassen Sie mal die Schulden gerade außen vor, aber wenn jetzt, sagen wir mal, hier bei den 199 Billionen nur 3% Zinsen zu bezahlen wären, was ja ein Witz ist, ja, weil viele Länder haben ja viel höhere Zinssätze. Bei uns zahlen wir keinen Zins, ne? Sind wir bei null. Wenn Sie nach Griechenland gehen, für Anleihen müssen Sie schon 6 oder 7%, ja, oder 8% muss Griechenland bezahlen. Also wenn man dann nur 3% annimmt von 200 Billionen, dann sind wir bei 6 Billionen. Diese 6 Billionen Zinsen müssen erwirtschaftet werden. Bevor überhaupt irgendwas verdient wird. Von irgendjemandem, ja, jetzt mal global gesehen. Wer kriegt denn die? Die kriegt ja auch jemand. Und was machen die dann damit, die kriegen? Haben wir vorhin gesehen. Ja? Also Sie sehen, es ist alles, es passt alles zusammen. Dann gibt es den Gender Mainstream. Wem sagt es was? Das ist sehr erfreulich, dass da so viele Hände jetzt hochgehen. Ich kann Ihnen mal eine Wette, wenn die gleiche Anzahl von Personen wild jetzt hier aus Karlsruhe in Karlsruhe der Kaiserstraße nehmen, dann meldet sich da vielleicht gerade mal 5 Stück. Weil viele haben von diesen Worten nämlich noch gar nichts gehört und von dieser Sache. Und wenn, dann haben sie es gleich wieder ausgeblendet. Das ist auch ein Instrument, wo es um Destabilisierung geht. Und zwar die Destabilisierung der Familie, die Destabilisierung der einzelnen Menschen. Hier geht es darum, Menschen auseinanderzureißen. Ja? Denn die Familie, die Familie, die ist auch von Gott gewollt, ist das, die Basis, ja, aller Stabilität. Die Basis aller Stabilität. Und die soll aufgebrochen werden. Der
erste Schritt war dazu in den 60er, 70er Jahren, wo ich immer noch aufgewachsen bin, das war der Feminismus. Ja? Da ist die Frau hochgehoben worden. Ja? Und heute gehen die Frauen arbeiten und bringen ihre Kinder in Kitas. Ja? Warum gehen sie arbeiten? Weil sie arbeiten müssen, weil sie Geld brauchen. Viele würden ja vielleicht gerne zu Hause bleiben, aber sie können es gar nicht, weil sie es finanziell nicht leisten können. Also sie sehen, das hängt alles irgendwo zusammen. Ja? So, und dann wird auch das ist ein Hauptgrund, warum viele Ehen dann auseinandergegangen sind. Ja? Ein Hauptgrund ist Geld, ja? Und natürlich auch die Arbeit, weil ne, wenn die Frau arbeitet, ja, ist die auch logischerweise unabhängiger, ja? Und sagt dann, den Mann brauche ich doch gar nicht mehr. Ja, so ist die Botschaft. Das ist die Botschaft. So wachsen heute die Kinder auf. Und so sollen sie auch indoktriniert werden in den einzelnen, schon in der Kita eigentlich, wo schon Berichte abgegeben werden müssen über die Kinder, dass man schon hier schön feststellen kann, welches Kind ist geeignet für was. Und dann natürlich noch die ganze unsägliche homosexuelle Debatte, die da kommt. Da muss man sich wirklich mal fragen, ich kenne auch ein paar Homosexuelle, ein paar, ja, wo sollen die denn ihre Lobby, so eine Lobby haben? Die haben gar keine Lobby. Denen kommt es ja wahrscheinlich jetzt vor, wie die wissen gar nicht wohin mit ihrem Glück. Weil auf einmal alles für sie spricht. Ja? Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ja? Die haben gar keine Lobby. Aber wo kommt es dann her? Hier soll die Familie destabilisiert werden. Ja? Und der Einfluss kommt von ganz oben. Pyramidales System. Wir haben, auch letztes Mal haben wir das glaube ich sogar dabei gehabt, ganz klar auch nachweisbar, dass große US-amerikanische Banken mit Milliardensummen diese ganzen Bewegungen finanzieren. Ja? Dass zum Beispiel ein Mann, Frau oder Frau-Mann irgendeinen Sangeswettbewerb gewinnt und überall bekannt ist. Ne? Das war, der eigentlich gar nicht gewählt werden konnte, ne? Aber das kann man ja alles steuern heutzutage. Und alle solche Dinge. Ne? Das kann man nur machen mit Geld. Und wo kommt das Geld her? Das gehört alles zu diesem Plan dazu. Machen Sie doch mal der ein oder andere darauf aufmerksam, wenn Ihnen was aufgefallen ist, ja? Damit die Leute einfach mal aufwachen. Die meisten schlafen vor sich hin und werden irgendwann aufwachen in diesem Land und werden komplett versklavt sein, was sie eigentlich jetzt schon sind, aber sie werden es dann gar nicht mehr ändern können und gar nicht mehr wissen, warum, wieso, weshalb. Ja? Deswegen ist jetzt die Stunde, wo ich mich darum kümmern muss. Jetzt habe ich noch die Möglichkeit, mich zu informieren, ja, und es auch weiterzugeben. Gebt es weiter an Ihre Kinder. Ja? Irgendwann sind die nur noch Roboter. Lesen Sie doch mal die Romane, die da geschrieben wurden, 1984. Ja? Oder Schöne neue Welt von Aldous Huxley, 1929 oder wann der geschrieben hat. Ja, da steht es genau drin, so wie es heute ist. Das Zeichen der Schlange. Jetzt kommen wir darauf, wo es am allerzentralsten in unsere Welt hineinleuchtet, will ich mal sagen, unsere Welt beeinflusst. Und das habe ich schon gesagt. Es ist ganz klar, dass die Zusammenführung dieses Planes über den monetären Sektor erfolgt. Das heißt, es folgt über das Geld. Über das Geld werden nicht nur Menschen im Grunde abhängig gemacht, sondern ganze Staaten, was ja auch jetzt schon da ist. Man kann es ja sehen, ist ja kein Geheimnis. Und wenn ich abhängig bin, dann bin ich nicht mehr frei. Wer in der Schuld ist, ist nicht frei. Ob das jetzt ein Mensch ist oder ein Staat oder eine Firma, wie auch immer. Alles ist verschuldet, die ganze Welt ist verschuldet und damit ist sie nicht mehr frei. Und das wird symbolisiert durch diese Menschen, durch diese Firmen, durch diese Hintermänner, will ich mal sagen, die hinter den Kulissen eben arbeiten. Die wir nicht kennen. Aber die haben ihre Menschen, ihre Marionetten, würde ich mal sagen, in dieser Welt haben. Kann man es auch darstellen. Das habe ich mir schon immer gedacht. Wieso hat ein Dollar eigentlich ein S und einen Strich durch? Habe ich das schon mal Gedanken gemacht? In Dollar gibt es ja gar nichts. Eigentlich müsste ein D sein, ne? Und dann durchstrichen. In Dollar gibt es kein S. Nichtsdestotrotz sieht das so aus, und zwar schon immer. Dieses Zeichen. Und ist weltweit auch als Geldzeichen bekannt. In jedem Comic früher als Kind war immer, egal ob es jetzt ein amerikanisches Comic war oder ein deutsches, wenn es um Geld ging, war immer das Dollarzeichen. Und dieser Dollar, das haben viele von Ihnen bestimmt auch schon mal gehört, der wird charakterisiert, es gibt ja viele verschiedene Scheine,
Aber der eine Schein, der noch niemals geändert wurde, ist der 1-Dollar-Schein. Dieser 1-Dollar-Schein ist schon immer gleich. Ich möchte jetzt auch mal auf diese Zahlen eingehen. Ich kann jetzt nicht Ihnen die ganze Symbolik erklären, weil es ist fast unglaublich, ne, was da an freimaurerischer Symbolik drinsteckt. Denn die USA ist gegründet worden von Freimaurern. Auch wenn nicht alle Gründungsmitglieder offiziell in irgendwelchen Freimaurerlogen waren, so waren doch die Freimaurer diejenigen, die USA, die Vereinigten Staaten, gegründet haben. Lesen Sie mal nach, was Benjamin Franklin gemacht hat, ja, wo die ganzen Strömungen herkamen, Thomas Jefferson. Das waren alles diese Personen, die mit guter Absicht auch in diese Verfassung gemacht haben. Es war ja nicht so, dass die jetzt in böser Absicht da irgendeinen Plan durchführen wollten. Die haben das in guter Absicht gemacht, aber sie werden ja benutzt. Das muss man, ich darf es nicht ein Freimaurer verurteilen, nur weil er ein Freimaurer ist. Es ist ein Mensch, der genau die gleiche Liebe Gottes bekommen kann, wie jeder andere auch. Das muss man ganz klar sagen. Ja? Hier werden im Hintergrund die Fäden gesponnen. Aber wenn man sieht, was macht denn zum Beispiel eine Pyramide auf dem Dollarschein? Ist vollkommen unlogisch. Eine Pyramide auf dem Dollarschein, wo kommt die her? Das Siegel dieses Dollars, wo Sie das sehen, repräsentiert auch keinen Adler, sondern einen Phönix. Ein Phönix ist ein Vogel aus Ägypten, Sie kennen ja das Phönix aus der Asche, wo immer dargestellt wird, ne, der verbrennt und dann praktisch wieder aufersteht. Ja. Dieser Phönix steht für die Wiederauferstehung. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen Ihnen auseinandersetzen, sonst würde man über jedes Einzelne dieser Symbole kann man natürlich eine Stunde reden. Sie sollen nur wissen, dass dieser 1-Dollar-Schein, vielleicht hat ein oder andere von Ihnen ja einen zu Hause, ansonsten gehen Sie einfach ins Internet und gucken Sie mal, was mit dem 1-Dollar-Schein geschrieben wird. Es ist unglaublich, mit was für eine Präzision dieser Schein, diese Symbolik dort erstellt wurde. Ich habe eine Ausarbeitung gelesen ja, von Axel Schlitzke. Wer kennt Axel Schlitzke? Kennt niemand? Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen gerne da mal eine zukommen lassen. Axel Schlitzke ist auch in YouTube zum Beispiel über viele Filme, da hat viel über die Pyramiden erforscht und hat sich auch dieser Symbolik dieses Dollarscheines gewidmet. Nur ist es so, dass dort nicht in Zentimeter, Sie können also wahrscheinlich nicht nachmessen, nicht in Zentimeter gemessen wird, sondern in Zoll. Und wenn Sie das Ganze in Zoll messen, dann stoßen Sie auf bestimmte Zahlenkombinationen, wo Rückschlüsse zu dem freimaurerischen Wissen auf der Hand liegen. Zum Beispiel haben wir hier die Zahlen 5,55 oben und unten haben wir 3,33 und zweimal die 1,11. So ist der Schein im Grunde aufgeteilt. Dann gibt es unzählige Zahlenbeziehungen, die mit diesen Zahlen hier zusammenhängen. 111, 555, 666, da haben wir wieder die Zahl, die auch in der Bibel erscheint. Es ist also so, ne, dass das alles auf Zollbasis ist und diese Zahlen finden Sie auch wieder in den antiken Bauplänen der großen oder der drei Pyramiden, der Cheops-Pyramide und den zwei anderen. Also in dem ganzen Gizeh-Plateau. Dort finden Sie diese Zahlen wieder. Innerhalb der einzelnen Sarkophage, wie die aufgebaut sind, ja, welche Maße die haben und so weiter. Also nicht umsonst ist da diese Pyramide da. Wichtig ist auch noch, dass hier auf diesem Dollarschein verschiedene Zahlen sehr oft vorkommen. Moment. Zum Beispiel die Zahl 13. Wir haben auf der Rückseite des Dollarscheines im Winkelmaß des Freimaurersymbols hier 13 Sterne. Wir haben den Text Anuit Köptis. Anuit Köptis kann man auch übersetzen mit es wird Ihnen gelingen. Wir haben unten noch einen Text, wenn wir mal 5 runtergehen, E pluribus unum. E pluribus unum, aus vielem eines. Aus vielem eines. Ja? Es repräsentiert letztendlich auch da die freimaurerische Sicht der Dinge, die ja von einem Baumeister der Welten ausgehen. Das ist ja der freimaurerische Gottesansatz, ja? Dass man sagt, hier, es gibt einen Baumeister und dieser Baumeister hat die ganzen Welten gebaut.
Aber er hat im Grunde jetzt die Welt allein gelassen, ja? Und die Menschen können jetzt hier durch ihre Illuminierung, ja, durch den Aufstieg, ja, ans Licht, dieses Wissen und diese Welt regieren. Sie brauchen keinen Gott mehr dazu. Dieser Baumeister war nur da, um es eben zu bauen. Das ist die englische Freimaurerei. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, Mensch, warum, wenn es über die ganze Welt verteilt Freimaurer gibt, warum ist das trotzdem immer noch so, ne, USA gegen die anderen und so weiter, muss irgendwas anderes sein. Ich habe herausgefunden, es ist so, dass es zwei große Zweige gibt, dieser Freimaurerei. Das eine ist der englische, das andere ist die französische, die sogenannte Templer-Freimaurerei, die aus dem Französischen kommt. Die wiederum haben Strömungen drin, die eben diesen einen Baumeister ablehnen, sondern die sagen, entweder es gibt gar keinen Gott, das sind sogenannte Nihilisten und dann im Endeffekt auch Atheisten, oder die sagen, der Mensch als solches, das ist dieser liberale Humanismus, ja, der soll letztendlich Gott sein. Und diese zwei Strömungen gibt es in der Freimaurerei. Und das merkt man auch an den einzelnen Strömungen, wenn Sie heute mal weltweit schauen, ja, gerade jetzt denken, wenn wir den Konflikt sehen, USA und Russland. Dort treffen diese beiden Welten irgendwo im Hintergrund aufeinander. Mehr weiß ich auch nicht. Aber es sind genügend Ansätze auch da, ne, wo man das dann auch mal, auch die sind sich nicht immer einig, ja, und es laufen eben da verschiedene Strömungen, die aber letztendlich dazu beitragen, dass wir irgendwann diesen One, diesen Einheitsstaat, das weiß ich auch auf der Dollarnote ganz klar draufstehen, One. Und das ist auch das, was das neue World Trade Center heißt ja jetzt One World Center. Nicht umsonst. Ich kann jetzt nicht mehr im Einzelnen darauf eingehen, weil ich wollte Ihnen auch noch ein paar Daten, denn wir haben jetzt live 17 Uhr und die Zeit rast davon. Sie sehen, es ist ein wahnsinniges großes Feld, ne? Und es ist nicht einfach, das Ganze hier auf den Nenner zu bringen, sodass Sie auch da jetzt wissen, wenn Sie hier rausgehen, was die Uhr geschlagen hat. So wird es nicht sein, sondern es soll für Sie sein ein Anstoß zur eigenen Recherche auch. Tun Sie sich zusammen. Es ist Ihr Leben, es ist unsere gemeinsame Welt und in dieser Welt regiert der Fürst dieser Welt. Und wir wissen, wer es ist. Wir leben in dieser Welt, aber wir sollen nicht von der Welt sein. Und wir sind auch nicht von der Welt. Darum geht es letztendlich. Ja? Und es gibt so viele Dinge, woran Sie sehen können, wer wo involviert ist. Das ist auch wichtig, gerade wenn wir heute uns irgendwelchen Organisationen anschließen. Als ich gläubig geworden bin, vor 3 Jahren, ich habe einfach diesen Unterscheidungsgeist von Gott bekommen und da bin ich auch dankbar, gleich von Anfang an. Ja? Denn ich habe gedacht, irgendwann müsste mal eine Gemeinde suchen. Ich habe überhaupt keine Gemeinden gekannt. Wissen Sie, in meinem Umfeld war niemand, der gläubig ist. Aus der Kirche bin ich ausgetreten, nachdem ich erkannt habe, ich war in der evangelischen Kirche, dass die in der Ökumene mit der katholischen zusammen ist. Und als ich erkannt habe, was die katholische alles macht, über den Vatikan, habe ich gedacht, du musst voll austreten. Dann bin ich ausgetreten und dann habe ich ja gar nicht gewusst, wo gehe ich du jetzt hin? Und dann habe ich ja irgendeine Auswahl, dann habe ich gedacht, im Grunde ist es einfach, habe ich naiverweise gedacht, ich suche mir jetzt einfach eine Gemeinde, habe ich schon gelesen, da gibt es ja genug. Dann bin ich ja das nächste Mal schockiert worden, nachdem ich gemerkt habe, wie viele verschiedene Strömungen es da gibt. Und dann musste ich jetzt für mich ja auch aussuchen, was mache ich denn jetzt? Ich habe erstmal gar nichts gemacht und habe aber dann Entscheidungskriterien gefunden, dass ich sage, gut, da wo ein Ökumene mit verbunden ist, entscheide ich schon von vornherein aus. Ich hätte ja gleich in der evangelischen Kirche bleiben können. So, dann fallen ja schon mal viele weg. Da wo eine Dachorganisation als solche da ist, ne, ausgeschieden. Da wo ein Mensch die Lehre vorgibt, ich sage es gerade mal zum Beispiel bei den Adventisten, ja, die ja da auf ihre Prophetin da schwören, ne, Ellen G. White zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel jetzt, habe ich gedacht, das ist ein Mensch, weg. Und dann ist nicht mehr viel übrig geblieben. Eigentlich gar nichts. Ne? Und dann habe ich im Lothar Gassmann sein Buch gelesen, habe ihn gefunden und habe ihn gefragt. Bin auch ein Mensch. Wie war? Gott sei Dank, gell, ich bin auch ein Mensch. Aber ich bin ja nicht zu ihm gekommen, sondern
wollte ihn ja noch fragen, wo soll ich hingehen, hat er vielleicht einen Tipp für mich, weil ich habe gesehen, aha, er ist ein Mensch, aber ein Mensch, der scheinbar in diese Richtung bewandert ist. Ne? So, und dann, so sind wir zusammengekommen. Ne? Und dann hat er seine Gemeinde gegründet, gerade kurz danach. Und seitdem bin ich in dieser Gemeinde, weil ich als Hauptkriterium mir vorgenommen habe, ich gehe dorthin, wo das Wort verkündet wird. Und zwar so, wie es in der Bibel steht. Weil das brauche ich ja. Deshalb habe ich es in der Gemeinde gefunden. Und dann habe ich erst nach und nach durch Bekanntschaften gemerkt, wie viele verschiedene Richtungen und so weiter es eigentlich gibt. Und dass viele Menschen da auch verführt werden. Ja? Und wir haben gesehen, ja, es gibt auch in diesem Bereich, gerade in diesem Bereich, da müssen wir auch aufpassen, diese pyramidalen Strukturen. Und wenn die Beeinflussung kommt von oben, ihr habt es heute Morgen noch gehört, ne, was der Lothar jetzt hier berichtet hat. Die Beeinflussung kommt von oben und eine Richtung, die ein Gemeindebund oder eine Bewegung geht, die wird nicht von den normalen Mitgliedern vorgegeben, sondern die wird von dem Dachverband vielleicht vorgegeben. Aber wer ist beeinflusst von dem Dachverband? Und diejenigen, die von Dachverbänden in irgendwelchen politischen Parteien Ämter haben, ja, da muss ich sagen, das passt nicht. Politische Ämter ist Welt, und zwar 100% Welt. Und nicht 90 oder 99, sondern 100%. Das muss man ganz klar sehen. Ja? Und wir sind nicht hier, um die Welt zu verändern. Dafür sind wir nicht da. Sondern wir sind da, um den schmalen Weg zu finden, der uns aus dieser Welt herausführt. Dafür sind wir da. Und ich möchte Ihnen jetzt einfach noch auch da ein paar Zahlen mit an die Hand geben und ein paar Informationen. Und wenn Sie wissen, jetzt spiele ich jetzt mal ganz bewusst darauf auch an, die Weltevangelische Allianz, der auch viele Gemeinden angeschlossen sind, über die Deutsche Allianz, Schweizer und so weiter, die wurde gegründet in einem Freimaurertempel und maßgeblich beeinflusst durch Freimaurer. Ist vielleicht, viele haben es vielleicht auch gut gemeint, ja, aber denken Sie, wer war oben an der Spitze und wer hat das gemacht? Wer hat die Vorgaben gegeben? Das ist nur ein Beispiel. Ja. Und da können Sie sich nicht rausreden. Ja, es war vielleicht ein anderer Platz gerade frei, Sie waren die Halle gegangen. Es passiert nichts aus Zufall. Ich möchte Ihnen einfach nochmal auch ein paar Zahlen auch nahebringen, weil wir gesagt haben, wir reden heute über Zahlen. Und ich habe da stößt man auch an seine Grenzen, letztendlich mit diesen Zahlen, weil es so viele sind. Und ich habe Ihnen einfach mal auffällige Daten der Geschichte jetzt hier rausgeschrieben, was mir aufgefallen ist. 1.5.1776, was war das? Da ist der Orden der Illuminaten gegründet worden durch einen Herrn Weishaupt in Ingolstadt, ja, ein ehemaliger Jesuit, der angeblich sich von den Jesuiten ja getrennt hat. Und zwar gerade in dem Zeitraum, wo die Jesuiten jetzt verboten waren. Und diese Zahl 1776 finden wir übrigens auch auf dem Dollarschein wieder. Ja? Unten auf der untersten Pyramidenstufe steht es in römischen Ziffern da. Ja? 1776. Und ich habe lange gebraucht, 1.5., warum das am 1.5. war. Der 1.5. war gestern. Und wenn Sie sich mit der Sache beschäftigen, ich habe mich sogar schon jetzt seit 3-4 Jahren damit beschäftigt, in dieser Numerologie. Und ich habe es jetzt erst vor kurzem herausgefunden, warum der erste Fünfte wichtig ist. Ich konnte es Ihnen nicht erklären, weil der erste Fünfte keine Verwendung hat. In diesen Kreisen ist es wichtig, dass zum Beispiel, wenn eine Zahl ist dann vollendet durch ihr Quadrat. Verstehen Sie? Also 9 ist eine vollendete 3. Ist auch in der Bibel zum Beispiel, auch spielen diese Zahlen eine Rolle. Das heißt jetzt nicht, dass alle Zahlen hier schlecht sind, sondern es gibt immer zwei Seiten, immer. Es gibt immer eine positive Seite und es gibt eine Seite, ich sage jetzt mal negativ ist, für die andere Seite ist es positiv. Und dieser 1.5., wenn Sie jetzt mal nachrechnen, das ist der 121. Tag im Jahr. Und der 121. Tag ist 11 zum Quadrat. Und die 11 ist eine Zahl, die von diesen Schlangenverehrern, will ich mal sagen, von diesen kabbalistischen, gnostizischen, wer es denn letztendlich im Einzelnen ist, als Zahl genommen wird, die man als bös bezeichnen kann. Für die, nicht jede Elf ist böse.
Warum? Sie symbolisiert einfach nach 10 Geboten plus 1, ja, hier die Übertretung. Die Übertretung der Gebote, und sie ist 1 weniger wie 12, die Vollkommenheit. Die steht also da dazwischen. Die 11 ist eine Zahl, die für solche Menschen, für solche Richtungen sehr wichtig ist. Sehr wichtig. Für uns ist das wichtig, wissen Sie? Aber für die ist es wichtig. Und an solchen Zahlen können wir die dann wiederum erkennen. Weil die sich ja auch zu erkennen geben, und zwar extra. Darum geht es jetzt. Der 11.11.1918, was war das für ein Datum? Eine Weile her, ne? Muss mal kurz nachdenken, ne? Es war das Ende des Ersten Weltkriegs. Und wenn Sie jetzt heute mal im Lexikon nachlesen, ich weiß nicht, wie es in den Brockhaus oder so drin steht, aber im Ding steht es auf jeden Fall drin, in Wikipedia, dann wurde der Erste Weltkrieg wurde an diesem Datum beendet, am 11.11. um 11 Uhr. Jetzt frage ich Sie, was ist daran wichtig, dass der Krieg um 11 Uhr beendet wurde, der auch um 15 Uhr beendet worden sei, oder 9 Uhr, oder? Verstehen Sie, daran können Sie es erkennen, wer da seine Hand im Spiel hat. Daran können Sie es erkennen. Warum kommt die Information 11 Uhr? Sie interessieren einen Menschen. Ja? Sie interessieren keinen Menschen, wie viel Uhr das war. Aber die interessiert. Ja? Und da haben wir 11, 11, 11. Und 3 mal 11 gibt 33. Und 33 ist wiederum eine Zahl für Freimaurer, was sehr wichtig ist. Ja? Denn es gibt 33 Grade, die Sie da erreichen können. Ja? Und da finden Sie es wieder in der ägyptischen Mythologie, in den Bauen, in den Pyramiden und so weiter. Es gibt 3 Meistergrade, der 11., der 22. und der 33. Immer 11 weiter. Ja? Der Weg zur Erleuchtung, der in den Pyramiden beschrieben ist. Und damit ist es auch sichergestellt, nach meinen Informationen, dass die Pyramiden keine Grabstätten sind, sondern ganz im Gegenteil, diese Pyramiden sind Gebäude, in denen diese Meistergrade, diese Initiation, nennt sich das, durchgeführt wurde. Das sind keine Grabstätten, denn die Ägypter haben ihre Könige und ihre Toten nicht begraben in Pyramiden, die 40 Meter, ne, 40 Meter über der Erde, und sie haben sie unter der Erde begraben, Teil der Könige. Also, das nur als Nebenbei-Information, aber das hängt ja auch sehr eng damit zusammen. So. Wir haben dann 11. September. Da braucht ja wohl niemand mehr zu fragen, warum. Aber auch da sehen Sie wieder diese 11. Und jetzt passen Sie auf. Diese 11, ich habe mich mit diesem schrecklichen Ereignis nicht befasst. 2001, ich habe erst angefangen, 10 Jahre später damit. Obwohl ich es live verfolgt habe damals. Wie alle saßen natürlich auch damals vor dem Fernseher und haben mir dieses unglaubliche Ding da angeguckt. Und am nächsten Tag haben wir wieder weitergearbeitet. Ich habe mir da keine großen Gedanken drum gemacht, ich habe ganz andere Ziele im Auge gehabt, ja, und habe mir dann irgendwelche Türen mit da gekümmert. Ja, und nach 10 Jahren habe ich halt angefangen, mich darum zu kümmern. Und es ist für mich heute ein ganz klarer Fall, ja, dass diese offizielle Darstellung von der US-Regierung also wirklich an den Haaren herbeigezogen ist und erlogen ist. Ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, wie es war, aber ich weiß noch eins, so wie die sagen, sowas nicht. Mehr brauchen wir nicht wissen, erstmal. Ja. Ich gebe Ihnen noch in diesem Zusammenhang noch ein Datum an. 22.11.1963. John F. Kennedy. Er ist dort ermordet worden, am 22.11. Glauben Sie bitte, es war mit Sicherheit kein Zufall. Und es war auch kein verwirrter Einzeltäter, wie es immer dargestellt wird. Ja, der genau noch an diesem Datum, ihn an diesem Platz, ne, der auch eine symbolische Bedeutung hat, tötet. Ja. Weil er hat sich mit der Geldlobby angelegt und hat eigenes staatliches Geld rausgebracht. Nachgewiesenerweise. Ne. Also er hat praktisch die Banken übergangen. Das hätte er besser nicht getan. Ja. Natürlich, das ist eine Spekulation und man kann sie nachweisen, aber an manchen Daten kann man Sachen schon im Zusammenhang erkennen. Forschen Sie selber nach, denn das, was Kennedy, diese Kugel, die da um drei Ecken geflogen ist, das stimmt ja auch nicht ganz so. Ne? Aber 11.9., um da nochmal drauf zurückzukommen, ja? Der 11.9. ist ein denkwürdiger Tag, der 11. September, weil von diesem Tag an gerechnet sind es noch wie viele Tage zum Jahresende? 111.
Das ist auch ein reiner Zufall natürlich, ist klar. Ne? Und auch die ganzen, diese Elf taucht in diesem ganzen Unglück so oft auf, ja, das ist etwas unfassbar. In Verbindung mit der Neun. Die Neun ist eine Zahl, die in der Numerologie oder für diese Menschen bedeutet das, ne, für mich, für die bedeutet zum Beispiel die Neun auch das Verborgene. Die Neun bedeutet etwas Verborgenes. Und wenn ich das mit der Elf zusammenbringe, habe ich das Verborgene, Böse, das Verborgene, ne, Neun, Böse, Elf. Damit zeigen diejenigen, die dafür verantwortlich zeichnen, sich gegenseitig an, sie sagen hier, das waren wir. Aber auch wir können es erkennen. Drehen wir doch die Zahlen mal um, 9.11. 9. November. Was war am 9. November? Genau. Da fällt uns vieles ein. Ne? Dieser Tag wird als Schicksalstag der Deutschen bezeichnet. Ja? Dort wurde die Weimarer Republik ausgerufen. Dort war die Reichsbruch-Romnacht. Dort war der Mauerfall. Alles am 9. November. Und die Schreibweise ist ja die gleiche. 9.11. Ne? Weil die Amerikaner schreiben es andersrum. Ja? Ich schreibe ja 9.11. Ne? als 11. September und wir schreiben 9.11. als 9. November. Schauen Sie sich diesen Tag mal an. Er wird tatsächlich als Schicksalstag der Deutschen bezeichnet, auch gerade in Wikipedia. Es ist kein Zufall, dass die Mauer an diesem Tag gefallen ist. Und ich will Ihnen noch was sagen, ich bin auch erst vor kurzem drauf gestoßen, als die Mauer erbaut wurde. Wann war denn das? 13. August. Da kommt jemand aus dem 9. Ja. Ende, ne? 13. August 1961. Da wurde die Mauer, war der offizielle Mauerbau. Und wann wurde es bekannt gegeben? Wissen Sie das auch? Nee, ich weiß nicht. Ich glaube 3 Monate vorher sogar schon. Ne? Nee. Im selben Tempo. Ich kann es Ihnen sagen, was bekannt gegeben wurde. Am 13.08. um 1.11 Uhr. Nacht. Offizielle Schreibung kann ich Ihnen zeigen. Ja? Also in dem DDR-Radio war das. Ja? Da wo niemand zugehört hat, weil die meisten Leute sind, haben ja geschlafen. Und trotzdem ist die Information, und das ist jetzt für uns wichtig, nicht, dass es um 1.11 Uhr war, sondern dass die Information heute noch dahingehend ist, dass es um 1.11 Uhr war. Weil eigentlich interessiert es kein Mensch. Aber Sie sehen, es gibt auch hier wieder welche, die interessiert schon. Anschläge in Madrid, genau, der Mann ist informiert. Anschläge in Madrid, Fukushima, 11. März, Fukushima, der große Unglück in Japan. Jetzt kann man sagen, gut, es war ein Tsunami, der da gekommen ist, aber Tsunamis entstehen manchmal, wenn irgendwelche Bomben gezündet werden im Meer. Glauben Sie bitte, dass es kein Zufall ist. An Daten, an diesen Daten kann man es erkennen. Ich habe noch eine Information, die habe ich mir rauskopiert Anfang des Jahres. Da ging es um den Ebola-Virus, der in Afrika aufgetaucht ist. Ich habe es leider nicht mehr gefunden. Meine viele Sachen, die ich jetzt mal rauskopiere, irgendwie ist untergegangen. Deswegen sage ich jetzt aber trotzdem, so ein Nachrichtensender, NTV, da gucke ich als jemand die Nachricht an, also im Internet. Da kam die erste Meldung, die rauskam, war, dass es dort in Guinea, glaube ich, war es, 66 Tote waren und 1100 Verletzte. Komisch, ne? 66 Tote und 1100 Verletzte. Ist auch kein Zufall. Sie finden in diesen Nachrichten, ja, diese Zahlen sehr oft. 33, 66, 11. Ne? 1100, 66 Tote. Ja, da wartet man halt noch 2 Tage, bis das Ding dann passt hat. Oder circa, da heißt dann circa, nachher wird es wieder korrigiert. Also, es sind Dinge, die teilweise unglaublich sind. Man soll es kaum glauben. Ich möchte Ihnen jetzt auch noch was geben. 24.06.1717, das ist die 17, auch eine bedeutsame Zahl, und auch die 21, die 24. Die 24 ist für die katholischen, ehemals katholischen, die wissen es vielleicht, was es für ein Tag ist. Der Tag des heiligen Johannes, ne? Johannes des Täufers. Und 17, ja, also 17 ist auch eine ganz charakteristische Zahl, die wir auf dem Dollarschein finden. 1717, und das war die Gründung der großen Loge der Freimaurer in England. Offizieller Gründungstermin der Freimaurerei, aber wir wissen, dass es eigentlich in Wirklichkeit war, die Freimaurerei schon seit Jahrhunderten aktiv. Was auch noch wichtig ist, zum Jahr 1776, teile Sie mal 1776 durch 2, da kann man Kopf rechnen. 888, genau, auch kein Zufall. Und ich kann Ihnen eins sagen, die Templer, Die Templer, die neuen Templer, ja, die den Tempelorden gegründet haben, das genaue Gründungsdatum ist irgendwo zwischen 1110 und 1120.
Oft wird es mit 1118 angegeben, aber das ist alles wischiwaschi, also ein genaues Datum kriegt man nicht. Ich vermute, dass dieser Orden gegründet wurde, weil das sehr eng im Zusammenhang steht, auch mit diesem Datum, im Jahre 1110. Weil wenn es 1110, von 1110 bis zu 1776 sind es wie viel? 666. Es ist kein Zufall. Es ist einfach kein Zufall. Es ist ganz genau und bewusst so gemacht. Das macht es nicht böser, nicht besser, ja? Aber für die Okkultisten und für die, die für die Numerologie stehen, für die ist es wichtig. 17.07.2015 ist noch nicht so lange her. Zukunft. War gut, ne? Der war gut. Der war gut. Sie haben es gar nicht gemerkt, wir sind schon 3-4 Monate weiter, ne? 14. Also 17.07.2014. Am Anfang des Jahres 2014, könnt ihr im Internet auch nachlesen und nachhören auch, ja, hat die Chefin des Internationalen Weltwährungsfonds, IWF, die Frau Lagarde, eine Rede gehalten, eine Jahreseröffnungsrede, offiziell, und hat in dieser Eröffnungsrede auf die numerologische Bedeutung der Zahl 7 in diesem Jahr hingewiesen. Jetzt frage ich Sie, was redet eine Chefin vom Internationalen Währungsfonds, ne, auf einem Presseclub war das, ne, ein Presseverein, und redet also vor hochgestellten Pressevertretern von der numerologischen Bedeutung der Zahl 7. Denken Sie an den Alan Greenspan. Diese Leute sind alle in diesen okkulten Dingen bewandert und gehören praktisch zu dieser okkulten Elite, so wie sie jetzt mal einfach mal bezeichnet. Dort hat sie verschiedene Beispiele gebracht, hat gesagt, die 7 hier und die 7 und gucken Sie mal, ne, wie die 7 und 2014, das ist auch 2 mal 7, hat also mehrere Andeutungen gemacht. Das also, deswegen wurde spekuliert im Internet, dass da im Juli irgendwas passiert. Und tatsächlich ist auch was passiert im Juli, nur am anderen Tag, wie die meisten gedacht haben. Das war der Abschuss der MH17 in Ukraine. Der Abschuss dieser Maschine MH17 am 17.07. Diese Maschine war am 17.07.1997 ist die zum ersten Mal zugelassen worden. Das war ihr Zulassungsdatum. 17.07.1997, können Sie das nachlesen. Das heißt, an dem Tag, am 17.07.2014, war sie genau, wie alt? 17 Jahre. Und das war die MH17. Also, Sie können mir viel erzählen, aber das ist mit Sicherheit kein Zufall. Weil die 17 hat eine hohe Bedeutung, eine sehr hohe Bedeutung, in Bezug auf den Osiris-Kult. Der ägyptische Osiris-Kult, also Osiris scheint am 17. eines Monats getötet worden. Und dieser Osiris ist in 14 Einzelteile zerlegt worden. Und diese Einzelteile seines Körpers sind über das ganze Land zerstreut worden. 14 Einzelteile, 13 davon hat man gefunden, eines nicht. Dieses eine war sein Phallus. Und dieser Phallus wird symbolisiert durch den Obelisken, den Sie überall hier oben stehen sehen. Mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen, ja, weil es einfach zu viel Information ist. Gleich. Wir haben ja gleich noch eine Fragerunde. Sie sehen also, dass, wo ist das ausgegangen? Sie sehen also, dass es also hier vielfältige Hinweise gibt, auch in der, im aktuellen Tagesgeschehen, was solche Daten betrifft. Ich bin da immer sehr vorsichtig auch. Ich habe lange überlegt, ob ich es überhaupt sagen soll, aber es gibt so viele offensichtliche Dinge und tun es einfach mal selber auch nachlesen. Und wenn heute irgendein Attentat wieder passiert, Charlie Hebdo, 7. Januar, ja, das sind alles Dinge, da muss man wirklich genau hingucken. Wie viele Menschen werden wann, wo umgebracht? Ja? Einzeltäter, 11. März war es der Winnenden. Ja? Angeblich auch ein 17-jähriger Schüler, der da ganz gezielt, da gibt es bis heute die Unklarheiten, wie das wirklich vonstatten gegangen ist. Ja? Also auch da läuft uns dann wieder die Elf über den Weg und so weiter. Also hier sind Okkultisten am Steuerrad, im Hintergrund, von denen niemand weiß, aber die doch das eine oder andere Mal sich zu erkennen geben.
Ja? Eine Chefin wie die Frau Lagarde, ich kann es mir nicht vorstellen. Gell? Jetzt stellen Sie sich mal vor, der Schäuble sitzt jetzt hier auf einer Pressekonferenz und sagt, bevor ich mal zum Thema komme, will ich Ihnen erstmal die numerologische Bedeutung der Zahl 8 erklären im Jahr 2015. Was würden wir dann denken? Also schon komisch. Ne? So, und das sind alles Dinge, ja, die also auch in dieser Welt passieren. Ja? Und wir haben hier nicht nur eine reale Welt, sondern wir wissen das alle, wir haben auch eine geistige Welt. Ja? Und da kommt das alles her. Und dafür ist es auch gedacht. Und wir können es anhand dieser ganzen Dinge auch nachvollziehen. Und ich möchte Sie auffordern, tun Sie das. Tun Sie es nicht ab. Sie werden einen großen Fehler machen, wenn Sie das übersehen. Sondern kümmern Sie sich darum, informieren Sie, aber sind Sie vorsichtig, lassen Sie sich auch nicht gleich einschüchtern, wenn jetzt jemand auf Sie zukommt und sagt Verschwörung oder Verschwörungstheorie oder was auch immer. Es gibt genug diese Okkultisten hier in dieser Welt und leider sitzen sie genau an den Stellen, wo eben alles geregelt wird. Ja? Und jetzt, da brauchen wir jetzt nicht den kleinen Satanisten, der da irgendwo in Bad Heiner in seinem Keller sitzt und nachts im Friedhof rumrennt. Das ist auch ein armer, verirrter Mensch, ja, dem man helfen kann. Ja? Aber viel gefährlicher sind die, die in den Anzügen und in Krawatten irgendwo ganz oben in den Chefetagen sitzen. Ja? Das tue ich nicht. In den Chefetagen sitzen und maßgeblich für die Weltgeschichte da verantwortlich sind. Ich möchte jetzt noch Gelegenheit geben zur Frage, deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen kürzer gefasst. Wir wollen dann damit den Vortrag abschließen und es freut mich, dass es so reger Zulauf war und ich hoffe, der eine oder andere kann etwas mitnehmen. Nehmen Sie Informationen mit, nutzen Sie diese Informationen, um auf den richtigen, den schmalen Weg zu kommen und das richtige Licht, das Licht von Jesus Christus zu finden. Amen. Amen.